Vielen Dank für Ihr Kommen. Ja, gerne, Herr Röhrig van der Meer, kommt das Fahrrad in der Diskussion um die Verkehrswende in Hannover zu kurz? In der Diskussion nicht. Es ist wirklich für viele Hannoveraner ein Thema, dass wir in Hannover gerne mit dem Fahrrad fahren, auch noch mehr damit fahren wollen. Es äußern sich viele dazu und es ist eher erstaunlich, dass es in der Umsetzung, in der Entwicklung der Radinfrastruktur, also der Radwege, der Routen dazu, bislang doch eher im Hintertreffen ist. Nun war ja zuletzt eine Podiumsdiskussion mit der Stadt. Ist da denn dabei was Fruchtbares rumgekommen? Na, ich habe da durchaus mitgenommen den Willen auch von Stadtbaurat Uwe Bodemann, in Zukunft gemeinsam mit dem Rat der Stadt noch entschlossener am der Entwicklung des Radverkehrs zu arbeiten. Da hatten wir vorher nicht solche deutlichen Signale. Das hat mich gefreut. Und wir werden sehen, dass wir zusammen mit der Forderung, die der ADFC Hannover in den letzten Jahren entwickelt hat, einem Konzept Veloroutennetz, was der Rat jetzt auch beschlossen hat, dass das anfangen soll, wie zügig wir das entwickelt bekommen. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, in der Diskussion kommt das Fahrrad nicht zu kurz, aber in der tatsächlichen Umsetzung. Wie weit sind wir denn noch von der Verkehrswende entfernt? Naja, ich habe hier die Zahlen mal mitgebracht aus der letzten Model-Split-Erhebung, also welche Verkehrsmittel nutzen wir. Und da hat Hannover einen Radverkehrsanteil von nur 19%. Das ist deutlich hinter dem Anspruch, den sich Hannover auch vor Jahren schon selbst gegeben hat, auf 25% zu kommen. Der ÖPNV hat auch nur 19% und das Auto hat 27% mit Mitfahrern 36. Da müssen wir noch ein bisschen weiter umschichten. Was muss denn passieren, damit zum Beispiel diese 25% erreicht werden? Wie kann das Fahrrad eine Alternative in der Verkehrswende werden? Also zum einen setze ich darauf, dass das Fahrradklima in Hannover noch besser wird, dass sich Radfahrende noch besser willkommen fühlen. Der ADFC macht alle 2 Jahre einen Fahrradklimatest in den Städten. Da hat Hannover das letzte Mal vor 2 Jahren die Note 3,6 bekommen. Das ist nicht der Brüller. Allerdings liegen wir damit schon auf Platz 5 von 39 Städten. So, also das Klima muss sich verbessern. Dazu muss neben den besseren Routen, mit denen wir jetzt arbeiten, auch beim Rundenverkehr, beim Parken, was passieren. Da muss einfach mehr Platz sein für Radfahrende auf der Straße. Und das geht an manchen Stellen auch nur so, dass einfach mehr Raum geschaffen wird für den Radverkehr auf der Straße und es nicht mehr ganz selbstverständlich ist, dass wer eine Wohnung gemietet oder gekauft hat, er auch gleich vor dem Haus dazu einen Parkplatz gekauft oder gemietet hat. Das ist öffentlicher Raum, der muss so verteilt werden, wie das Verkehrsaufkommen sich in der Stadt auch entwickelt. Gibt es da vielleicht auch Ansätze oder Konzepte, wie der ÖPNV zusammen das Fahrrad irgendwie mit einbinden kann, dass das attraktiver wird? Ja. Ein öffentliches Fahrradverleihsystem, was auch mit dem ÖPNV verbunden ist, das es in etlichen anderen, auch deutschen Städten schon gibt, dass man also in der Nähe gerade von Umsteigepunkten, von Endpunkten der Stadtbahn oder des Busnetzes ein Angebot hat von Leihrädern und das auch etwa zusammen mit der Karte, der Mobilcard für den GVH, dann sehr preiswert nutzen kann. Und das sind dann aber auch Räder, mit denen man gerne die letzte Meile fährt und sich nicht schon nach 2, 3 Kilometern am Ziel, am Arbeitsplatz wieder ärgert. Herr Röhrig van der Meer, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung. Wir sind leider schon am Ende und danke für Ihr Kommen. Gerne, Frau Schmettner.